Hallo, wir sind heute da, weil wir ein neues Mitglied in unserer Runde begrüßen, nämlich in der Runde der ehrenamtlichen Referatsleiterinnen und Leitern. Das muss ich gleich ordentlich gendern. Herzlich willkommen Mirsad Zupani, die Leiterin des Referats für Migration, Gender und Diversität. Habe ich das so richtig gesagt? Das haben Sie sehr gut gesagt. Bist du so lieb, stellst du dich einmal ganz kurz selber vor. Also Name wurde schon gesagt, also heiße Mirsad Zupani, komme aus Ex-Jugoslawien, bin ich seit 1992 als Flüchtling nach Österreich gekommen. Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Ich bin von Beruf diplomierte Sozialarbeiterin und Case-Managerin. Arbeite auch als Referentin für Suchtprävention und engagiere mich politisch in St. Pölten als Gemeinderätin. Gemeinderätin in St. Pölten und jetzt eben bei uns zuständig für Migration, Gender und Diversität. Mit großer Freude. Migration. Also für mich ist Migration alle Menschen, die aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Land nach Österreich kommen. Deine Arbeit kümmert sich wirklich um alle oder da gibt es wahrscheinlich einen Fokus, welchen? Uns geht darum, dass wir vor allem auch die Menschen ansprechen, also welche als Flüchtlinge nach Österreich kommen, also nach Niederösterreich kommen, weil etwa zum Beispiel, nehmen wir Beispiel Sirenenprobe, also um 12 Uhr, viele von diesen Menschen sind traumatisiert, wissen nicht, was jetzt passiert. Also die möchte man auch ansprechen und erklären, um was da geht. Aber uns geht auch um alle anderen, also Menschen, egal aus welchem Grund und von wo die nach Niederösterreich gekommen sind, welchen Status jetzt die gerade haben. Also viele sind dann relativ gut integriert. Mit denen möchten wir auch über Zivilschutz sprechen. Wir möchten über die verschiedensten Vereine an die Menschen herangehen und denen auch motivieren, sich ehrenamtlich bei uns zu engagieren. Warum uns das wichtig ist? Wir wissen, zum Beispiel ich als damals von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, als Selbstbetroffene, aber auch in meinem beruflichen Leben, also weiß ich, dass die Integration vor allem dann funktioniert, wenn die Menschen die Gelegenheit haben, also wirklich in die Gesellschaft reinzukommen. Ja? Also spricht über Feuerwehr oder Samariterbund, Rote Kreuz, was auch immer. Und wir möchten das auch nicht bei Zivilschutzverband missen. Wir möchten uns da positionieren und die Menschen ansprechen und motivieren, dass sie sich bei uns engagieren. Vereine sind sicher eine gute Möglichkeit heranzukommen. Einige hast du schon genannt. Das sind aber jetzt auch so klassische Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Samariter etc. Genau. Hast du noch andere Vereine im Fokus? Welche? Ja, zum Beispiel auch die Vereine, welche, sage ich jetzt mal, in der Betreuung von diesen Menschen engagiert sind. Also Caritas, Diakonie und so weiter. Ja? Also auch über denen können wir gut an die Menschen herankommen. Es ist ja oft schon schwer genug, Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für den Zivilschutz wirklich zu interessieren und sie dann noch so weit zu motivieren, dass sie sich engagieren. Welche Herausforderungen siehst du da auf dich zukommen im Referat Migration jetzt einmal? Also ich denke mal, das ist genau die Herausforderung, welche mich sonst auch begleiten könnten, ja? Dass ich mich als Frau vor allem da behaupten soll. Sage jetzt mal, es gibt sicher verschiedene kulturelle Unterschiede und die gehören dann auch irgendwie zu überwinden. Und da habe ich einige Ideen, wie ich das dann realisieren kann. Damit wären wir auch schon beim nächsten Teilbereich. Ich sage, du als Frau hast in dem einen Bereich Migration wahrscheinlich einen spannenden Stand. Generell ist ehrenamtliche Mitarbeit auch bei uns im Zivilschutzverband doch eher in Männerhand. Was tun wir dagegen? Stimmt. Ich denke mal, das ist für mich vor allem deswegen so interessant und spannend, weil ich als Frau möchte mich
da in dem Bereich engagieren, sprich Zivilschutzverband, wo eher Männerdominanz herrscht, sage ich jetzt mal. Ja. Ich muss aber sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen also mich sehr gut aufgenommen haben, also, und sehr unterstützend gewirkt haben. Also es herrscht bei uns im Zivilschutzverband eine Kollegialität und respektvoller Umgang miteinander. Also das möchte ich wirklich so betonen und an dieser Stelle Danke aussprechen an alle Kolleginnen und Kollegen vom Zivilschutzverband Niederösterreich. Ja, ich als Frau denke mal, alleine, dass ich dieses Referat innehabe, ist schon von großem Vorteil, ist auch ein Zeichen, welcher Zivilschutzverband jetzt gesendet hat damit, also dass sie sich für mich als Frau entschieden haben für diese Funktion. Und ich denke mal, dass das möglicherweise auch von Vorteil sein wird, wie wenn ich die anderen Frauen anspreche, sich bei Zivilschutzverband zu engagieren. Ich kann jetzt von St. Pölten sprechen, also in unseren Stadtteilen gibt es einige Frauen, welche Stadtteilbeauftragte für Zivilschutz sind. Und da gehört jetzt sage jetzt mal mehr auch im ländlichen Bereich, in anderen Städten die Frauen anzusprechen. Und ich denke mal, dass ich meine gute Vernetzung, Netz, also dafür nutzen kann, also andere Frauen auch anzusprechen und da motivieren, sich bei uns zu engagieren. Die Frauen, die wir im Zivilschutzverband haben und die ehrenamtlich mitarbeiten, sind extrem engagiert, aber mehr können wir immer brauchen. Keine Frage. Genau. Diversität ist für dich wichtig, weil? Diversität ist für mich in alle Belangen sehr wichtig und nicht als Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich. In meiner Rolle als Landesreferentin, unter anderem auch für Diversität, ist es mir vor allem wichtig, in Dialog zu treten mit Vertretern von Menschen mit Behinderung, um da eine Sensibilisierung zu erzielen und auch die Bedürfnisse, die Wünsche, die besondere Anforderungen, was die Menschen mit Behinderung betrifft, entgegenzukommen. Was ich da konkret denke, ist zum Beispiel im Fall von einer Übung, wenn wir übersehen, dass dort zum Beispiel nur Treppe vorhanden sind und nicht behindertengerechte Zugang. Solche Sachen, also da möchte ich wirklich vor allem in Dialog treten mit Vertretern, zum Beispiel Club 81. Ja. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Das klingt nach einer spannenden, nach einer großen Aufgabe, die da jetzt vor dir liegt. Gibt es so irgendeine Botschaft, irgendeinen Schlusssatz, den du unseren Zivilschützern und den kommenden Zivilschützern und Zivilschützerinnen mitgibst? Danke. Also ich möchte nur sagen, dass das eine sehr wichtige Aufgabe für die ganze Gesellschaft ist. Zivilschutz ist es vielleicht nicht so sichtbar, wenn alles in Ordnung ist und Gott sei Dank ist bei uns in Niederösterreich Frieden und wir haben nicht halt große Naturkatastrophen gehabt. Aber wir haben Hochwasser gehabt und man hat gesehen, welche verheerende Ausmaß das bekommen kann. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo wir fast alle Segmenten sind abhängig von Strom. Ja? Also alleine, dass uns Strom ausgeht, also dass diese Blackout passiert. Wir müssen da wissen, was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Ich würde sagen, also bei uns ist jeder
und jeder also willkommen, egal von wo kommt, egal welche Hautfarbe hat, Frauen, Männer, alle sind herzlich willkommen. Vielleicht sich informieren zuerst, es gibt unsere Webseite, also man kann da genauer schauen, was wir tun. Ich stehe zur Verfügung, also für alle Fragen, meine Kolleginnen und Kollegen im Zivilschutzverband Niederösterreich ebenso. Also uns würde freuen, dass viele engagierte Männer und Frauen aus Niederösterreich uns unterstützen und sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Ja, Sada, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Gespräch, danke fürs Mitmachen bei uns und alles, alles Gute für die Arbeit, die vor dir liegt. Ich danke dir, danke schön vielmals.